Valencia, eine Stadt zum Träumen. Hier fliegen wir heute mit der Drohne über die Stadt und übers Umland und sehen Perspektiven, die wir sonst so nicht kennen. Hier die Stadt. Das Stadtbild ist fantastisch anzusehen. Nicht nur beim Sonnenuntergang. Und ja, viele Grünflächen. Valencia ist eine grüne Stadt, da werden wir später noch mehr sehen. Wirklich großzügig. Valencia ist immerhin die drittgrößte Stadt Spaniens mit knapp um die 800.000 Einwohnern. Sie ist Hauptstadt der Provinz Valencia und gleichzeitig auch Hauptstadt der Comunidad Valencia. Comunidad Valencia heißt, wie bei uns, ein Bundesland, die besteht aus in dem Fall drei Provinzen, die Provinzen Castelló, Valencia selbst und Alicante mit der berühmten Costa Blanca. Die Küste von Valencia selbst heißt Küste der Orangenblüte. Ja, also die Kreisverkehre in Spanien, all überall. Es gibt fast keine Ampel und wenn man da so zuguckt, da wird einem fast ein bisschen schwindlig. Ich weiß nicht, wie viele Spuren sind das hier? Ja, Rush Hour gibt es natürlich auch, also viele Pendler fahren zum Arbeiten in die Stadt und abends wieder zurück. Das Verkehrswegesystem ist gut ausgebaut und zwar in einem immer besseren Verhältnis öffentliche Verkehrsmittel zum Autoverkehr. Ja, wie gesagt, ist eine grüne Stadt. Es gibt überall Parks und was fantastisch ist, in diesen Parks oder in diesen Grünanlagen sind ganz, ganz häufig Sportplätze, Fußballplätze eingebettet. Also Valencia ist auch eine sehr sportliche Stadt und tut was für seine Kinder, für seine Jugend. So viele Fußballplätze habe ich überhaupt noch nirgends gesehen. Die Parks sind durch die Bank gut gepflegt. Also hier wird bewässert, diese Washingtonias, Palmen zum Beispiel. Rundherum einfach viel Grün. Und die Stadtgärtnerei macht einfach auch einen guten Job, das kann man nicht anders sagen. Hier sind gleich vier Sportplätze nebeneinander. Nochmal einer und grün, grün, grün mitten in der Stadt. Ja, nicht zu verachten. Der Hafen. Valencia ist Spaniens größter Seehafen für Frachtschiffe und Warentransporte natürlich, aber auch mit einem Yachthafen und es gibt wirklich viele, viele Container. Das ist für mich als Süddeutschen natürlich beeindruckend. Ich komme aus der Nähe von München oder aus München selbst. Container, Container, Container. Bremer oder Hamburger wird das jetzt wahrscheinlich nicht vom Sockel reißen. Und im Anschluss kilometerlange Sandstrände, und im Hintergrund die Berge, das türkisblaue Wasser und die rostig rot gestrichenen
Container ist ein doch derber Kontrast. Hat aber wirklich seine eigene Ästhetik und aus der Perspektive allemal, denn so eine Anlage zu planen, zu bauen, für mich was völlig Unvorstellbares. Ist ja doch eine sehr komplexe Angelegenheit. Und so gewinnt es dann eine ganz eigene Schönheit. So ein Segelboot natürlich auf eine andere Art. Die kehren gerade heim, wer weiß, wo sie waren. Ibiza vielleicht. Hier nochmal das Ganze im Überblick. Ist einfach riesig. Gut, ich kenne jetzt Rotterdam nicht, aber beeindruckend. Ja, und auch so ein Blick in die valencianische Nacht über die Stadt, das lohnt immer. Kann man ähnlich auch aus einem höheren Gebäude haben, man muss da nicht eine Drohne zum Einsatz bringen, aber ist doch fantastisch. Segelboote, Segelboote, Segelboote. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und diese Farben, diese Formen der Wellen, und dazu diese Strände, viel mehr braucht es eigentlich nicht für einen Urlaub. Und die Strände sind gepflegt, das muss man wirklich sagen. Kilometerlang, da wird aufgeräumt, Müll beseitigt. Da kann man sich's gut gehen lassen und hat noch so eine fantastische Aussicht auf die Berge wie hier im Hintergrund. Ja, die Wellen, wenn sie da anbranden, das ist jetzt so ein Einkaufszentrum mit Strand davor. Die Valencianer nutzen ihren Strand auch selber, das sind keine reinen Touristenstrände. Ja, die Wellen sind jetzt nicht zum Surfen geeignet, aber auch im Winter, wie man hier sieht, werden die Strände zum Spazierengehen genutzt. Und wenn Sie den Himmel, das Blau der Berge im Hintergrund, die grauen Wolken, wenn die so verschmelzen in den Farben, dann ist das eigentlich eine Komposition, könnte von einem Künstler nicht besser gemacht sein. Türkis, grün, dunkelgrün, hellgrün, weiß, blau, alles da. Auch hier der Verlaufshimmel mit der weißen Gischt und dem doch dunkelblauen, spiegelnden Meer, das da am Sand ausläuft. Das ist eine Erholung für Augen, Seele, Körper. Alles kann hier entspannen. Ja, auch das Umland von Valencia ist hochinteressant. Wie gesagt, sind ja drei Provinzen. Also geht von Alicante bis Castellón. Die alten Bauten werden gepflegt, sie werden erhalten. Hier gibt Valencia sehr, sehr viel Geld aus. Und die Pinienwälder von oben gesehen schauen doch auch ganz fantastisch aus. Eine einzelne Palme dazwischen. Und hier noch ein Pool, der sich verirrt hat in so einem Einzelgehöft mittendrin. Die sakralen Bauten reichen von gotischen
Ansätzen und so ja, kathedralenmäßigen Kirchen, aber auch zu romanischen Formen. Seitenschiffe, um das Hauptschiff der Kirche abzustützen. Ja, da könnte jetzt die Hexe Hänsel und Gretel verbraten haben. Das ist ein Zuckerschneckenhaus, also das ist unglaublich. Da ist die Kathedrale von Valencia. Valencia ist ja auch Bischofssitz, und zwar schon sehr lang. Es geht bis ins 6., 5. Jahrhundert, glaube ich, zurück. Sieht man, wie gut gepflegt diese alten Gemäuer sind. Neue Zinnen neben alten Zinnen. Ja, das ist die alte Stierkampf-Arena. Wer will schon Stierkampf-Arena in den heutigen Zeiten? Aber die Architektur erinnert doch ein bisschen an ja, Rom irgendwie. Dreistöckig. Ja, und jetzt kommt das mutige Valencia in seiner modernen Architektur. Ich glaube, es gibt wirklich nicht viele Städte, die so mutig sind mit der modernen Architektur. Das erinnert mich immer so ein bisschen an so einen klingonischen Warlord. Wenn ich an Deutschland denke, ich bin jetzt kein großer Kenner der deutschen Städte, aber was moderne Architektur betrifft, fällt mir eigentlich nur aus 1972 was Ähnliches ein, nämlich das Olympiazentrum in München. Das war auch so ein mutiger, völlig neuer Entwurf. Ja, man kann es aus allen Perspektiven sehen. Das sieht immer wieder anders aus. Farben und Formen ändern sich. Und zwar einfach deswegen, weil es eben nicht praktisch quadratisch gut ist, sondern gewagte künstlerische Formgebungen sind hier eingearbeitet worden von den Architekten. Jetzt haben wir wieder den Warlord von vorne diesmal. Jetzt schaut es aus wie eine sich öffnende Muschel. Aber da hat jeder seine ganz eigenen Assoziationen. So oder so, die moderne Architektur in Valencia ist wirklich sehenswert und wunderschön. Ebenso eben dieses Riesenaquarium, damit man irgendwie die Perspektive richtig einschätzen kann. In dem linken Tunnel gehen Menschen, befinden sich Menschen, dann könnt ihr sehen, wie groß das eigentlich ist. Also da im linken Tunnel mal den Streichholzkopf-großen Menschen vergleichen mit den Kuppeln des Aquariums. Warlord nochmal von der Seite.
auch die Hochhäuser sind irgendwie nicht so einfallslos einfach gerade hochgezogen, sondern hier mal abgeschrägt nach oben. Dadurch wird es einfach gefälliger und nicht so, ja, straight. Gebäude aus dem letzten Jahrhundert, die haben die diesen Innenhof und der ist grün, grüner Innenhof, Bäume all überall. Auch hier schaut mal, wie weitläufig das ist und wie viel Grün sich da zwischen den Bauten befindet. Das geht natürlich nur mit einer Großzügigkeit bei der Stadtplanung und das haben die Valencianer doch fantastisch gemacht. Hier so eine Timelapse, sprich Zeitrafferaufnahme, dieses Farbenspiel. Ich persönlich stehe ja sehr auf Zeitraffer, gefällt das immer gut. Und die sich wechselnden, abwechselnden Grüntöne, Türkistöne, Blautöne mit den Schatten und der Spiegelung der Gebäude drin, ja, damit kann man mich immer kriegen. Ganz oben mal einfach auch die Größenverhältnisse, die kleinen Autos und dieses riesige Gebäude. Ne, Aliens. Das ist ein bisschen arg hell, also hier ist wenig Kontrast, das ist wahrscheinlich irgendwie bei voller Sonne aufgenommen worden zur Mittagszeit. Aber trotzdem da die Farmen aus der Ansicht sehenswert. Ebenso das hier. Da fliegen wir jetzt zurück. Schaut mal, wie sich das alles verändert, wie sich diese Perspektiven, diese Winkel verändern. Das ist was, was das Auge interessiert. Und gut für Seele natürlich auch, Seele baumeln lassen, wenn man solche Ansichten genießen kann. Ja, auch so Gebäude wie so ein Busbahnhof sind fantastisch hergestellt. Der öffentliche Nahverkehr ist sehr gut ausgebaut in Valencia. Bahn, Bus ist wirklich in hoher Frequenz verfügbar. Und die Erreichbarkeit von außen über die Autobahn, wenn es denn Auto sein muss, ist im Grunde genommen kein Problem. Ja, die kleinen Dörfer und die Umgebung oder auch wenn man in die unterschiedlichen Provinzen reinfährt, Alicante dürfte so schätzungsweise um die 150 Kilometer von Valencia entfernt sein. Also das ist auch mit einem Mietauto alles noch ganz gut erreichbar, wenn man Ausflüge machen will. Oder ins Hinterland, in die Sierras. Die Naturschutzgebiete sind alle durch die Bank sehenswert und es gibt viele. Diese Pinienbäume von oben, auch die Strukturen,
Muster, das sich auf die Landschaft setzt. Hätte nicht gedacht, dass Spanien so viele Berge besitzt. Das war bei mir irgendwie eher Meer und Strand und Bettenburgen wie Benidorm im Hinterkopf. Ja, jetzt da über diese Fläche aufs Meer rauszuschauen. Das ist die Turia, die fließt durch Valencia durch und natürlich gibt es auch aus römischer Zeit alte Viadukte, die halten dem heutigen Straßenverkehr immer noch problemlos stand. Das nenne ich Baukunst. Auch in den Dolomiten sein, denke ich mal. Naja, und was soll man sagen? Wer kennt den Orangensaft nicht, dem Valencia seinen Namen gegeben hat? Valencina, ich weiß gar nicht, ob es die Firma noch gibt. Die Älteren unter euch werden sich vielleicht erinnern, ich habe schon länger nichts mehr davon gehört. Die Orangenplantagen rund um Valencia sind einzigartig. Und das könnte doch tatsächlich moderne Kunst sein. Nein, ist's nicht. Kunst zwar schon, aber eher zufällig. Es sind Anbauflächen. Die Plantagen sind gepflegt, jeder Baden-Württemberger würde sich freuen, alles aufgeräumt, sauber. In den Bergen malerisch. Einfach nur wunder, wunderschön. Natürlich gibt es auch Essen und Trinken, beachtenswertes Essen und Trinken. Nicht nur die berühmte valencianische Paella, nicht wie viele Deutsche sagen Paella, ganz und gar nicht, ist Paella. Weil das Doppel-L in Spanien wie ein J ausgesprochen wird. Und gute Laune ist auch überall dabei. Ob am Strand oder bei einem Spaziergang durch die Stadt. Überall sieht man fröhliche, lustige Menschen, die sich's gut gehen lassen. Das ist vielleicht das Licht, das Klima, die Atmosphäre und auch die Freiheit der Stadt. Ja, oder am Strand mit einem Wettbewerb von Drachenfliegern. Sind die nicht ein Traum? Ja, so oder so, in Valencia kann man Urlaub machen und die Stadt muss man gesehen haben.